Also für das neue App-Video. Ja, ich würde halt gerne so einen Method-Acting-Ansatz wählen. Cool, das finde ich gut. Ich sehe es halt so krass vor mir, also dass es halt auf so einer Couch beginnt und dann fange ich so ganz langsam an zu erzählen, weißt du? Kennst du schon unsere MyMüsli-App? Nein? Also, wirklich? Dann lass sie dir am besten kurz von unserer IT erklären. Durch eine sehr schlanke Architektur und den Einsatz modernster Entwicklungsumgebungen konnten wir eine extrem performante iOS-Applikation entwickeln. Besonders stolz macht uns die Image Recognition und die UX. Sorry, aber das wirkt halt echt so total kulissenartig und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das irgendjemand... Nee, jetzt glaub da mal dran, es wird gut. Ich glaube, das merkt echt keiner, dass wir das so gestellt haben. Wenn du unsere App öffnest, dann siehst du zuerst den News-Bereich. Vom MyMüsli-Geburtstag bis zu neuen Limited Editions, du verpasst garantiert keinen Gossip mehr. In unserer MyMüsli-App kannst du dir auch unterwegs dein Lieblingsmüsli mixen. Entweder direkt in der App oder noch einfacher per Scanner. Die App kann jedes unserer MyMüsli-Icons erkennen. Egal ob Blaubeere, Cornflakes, Erdbeeren oder viel Liebe, du findest sie auf unseren Dosen, in unserer Müsli-Zeitung oder in den MyMüsli-Läden. Aber auch Barcodes funktionieren, sodass du dein Lieblingsmüsli jederzeit nachbestellen kannst. Auch auf unseren individuell gemixten Müslis findest du hinten auf dem Etikett einen Code. So kannst du auch die sofort nachbestellen. Also was mir da halt überhaupt nicht gefällt jetzt bei der Szene ist, wie ich da so auftauche, ne? So wie die dann mit der Szene arbeiten, ja, da kann ich mich überhaupt nicht damit identifizieren. Ich weiß echt nicht, ob ich da nicht rausgeschnitten werden will. Wenn du nachsehen willst, was du beim letzten Mal bei MyMüsli bestellt hast, dann sieh einfach in deinem Kundenkonto nach. Dort findest du auch deine Lieblingsmüslis oder Müsli-Favoriten. Die MyMüsli-App. Ab sofort im App Store. Dann, oder? Fertig. Ja, it's a wrap. Aber für den Schluss, da brauchen wir schon echt einen Kracher. Ich könnte so den Apfel nehmen, dann könnte ich so reinbeißen. Es wird halt ein bisschen fake aussehen wahrscheinlich. Ach, Quatsch. Das kriegen wir schon keiner, hin. Oder? Check nee. Keiner, ja, genau. Und dann halt so cool Blende und dann... Gibt's die App eigentlich auch für Android? Ja.